Salut zusammen und herzlich willkommen zu meinem nächsten Review, dieses Mal über nichts. Ja, okay, ganz nichts ist es nicht, sondern es geht hier um das No-Phone. Und zwar, ist hier einfach gar nichts drin. Hier findet ihr regelrecht nur, na, wie soll ich sagen, Luft. Naja, nicht nur Luft. Ich meine, das Ding hat auch was zu bieten. Zum Beispiel 0 Megapixel, 0 GB Storage, kein Headphone Jack, also ganz weit vorne mit dabei. Und auch kein Wi-Fi. Einfach nur perfekt. Die Jungs von NoPhone haben allerdings auch noch andere Modelle. Und zwar einmal das NoPhone Original. Dann gibt es noch das NoPhone Zero. Das ist jetzt wirklich nur ein Plastikstück ohne nichts. Kein Branding, keine, einfach nichts. Und man hat hier noch das NoPhone Selfie für die Leute, die sich doch noch ab und zu mal gerne sehen möchten. Bei NoPhone Original hat man sich sogar noch die Mühe gemacht, neben des Brandings auch noch Telefonteile anzudeuten, wie zum Beispiel Kamera oder ein Home-Button. Im Gegensatz zum NoPhone Zero, der einfach gar nichts hat. Also wirklich nichts. Es ist einfach ein Plastikstück. That's it. Das Prachtstück der ganzen Serie ist das NoPhone Selfie mit dem Spiegel. Einfach wunderbar. Tremendous. Beautiful. Awesome. Bei der Größe haben sie sich auch was überlegt. Hier der Vergleich zum iPhone 7 Plus. Das Ding liegt echt gut in der Hand, muss ich sagen. Also, hier ist natürlich ein Konzept dahinter. Und zwar haben sich die Macher von NoPhone überlegt, dass sie unbedingt ein Produkt machen wollen für Leute, die einfach zu abhängig von ihrem Smartphone sind. Und diesen Leuten kann man dann eben entsprechend sowas schenken, zum Beispiel eben dieses NoPhone Air, wo einfach nichts drin ist. Oder auch, damit sie trotzdem irgendwie das Gefühl haben, sie haben das Smartphone dabei und sie fühlen sich wohl und sie können da irgendwie nachgucken oder zumindest in der Hand halten, gibt es eben diese verschiedenen Modelle. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich meine, man ist halt nun mal abhängig von der ganzen Sache. Man hat es die ganze Zeit in der Hand, ob man beim Essen ist, ob man mit Freunden unterwegs ist oder die Freunde sitzen dann rumherum und alle sind irgendwie in ihren Smartphones dann entsprechend beschäftigt und freuen sich auf alle Likes und Herzchen und was auch immer es dann nachher gibt. Nicht falsch verstehen, ja. Ich gehöre genauso dazu. Ich bin da drin aufgewachsen. Das ist nun mal so. Aber vielleicht ist es tatsächlich mal ein Geschenk oder eine Idee, jemandem zu sagen, hey, guck mal, ich gebe dir das dafür und du lässt dein Handy zu Hause. Dann hast du wenigstens etwas, woran du dich festhalten kannst. Vielleicht ist es ja wirklich das perfekte Geschenk für Valentinstag. Man kann auf der Homepage von NoPhone, nennt sich thenophone.com, Link auf jeden Fall weiter unten. Ihr könnt auch da ganz viele davon bestellen, also so wirklich irgendwie 300 Stück. Vielleicht ist es auch ein Geschenk für eure Arbeitskollegen, ein Weihnachtsgeschenk oder ein Aprilscherz oder sowas. Ich weiß es auch nicht, aber ich finde es richtig gut. Kann man sich überlegen, besonders bei den vielen Freunden, die vielleicht so phone-addicted sind, wie ich es bin. Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn ich euch auf Instagram sehe, Snapchat, Twitter, Facebook. Ihr findet alle Links weiter unten in der Beschreibung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Merci vielmals. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.